Bildungsministerin Wanka, CDU, versprach 2016 5 Milliarden für die Digitalisierung an Schulen. Danach geschah wenig, nun fordert 3, SPD, das Geld ein. 3 fordert die versprochenen Bildungsmilliarden ein. Quelle: Andreas Arnold, Deutsche Presseagentur. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, fordert vom Bund die in Aussicht gestellten 5 Milliarden Euro für Schulen. Bildungsministerin Wanka hat in der vergangenen Legislaturperiode 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen angekündigt, die nicht gekommen sind, sagte Dreyer. 2016 hatte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, CDU, 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung an den Schulen angekündigt. Das Geld ist bislang nicht geflossen.